Herzlich willkommen bei Made in Austria, kleines Land Big Players. In unserer heutigen zweiten Folge besuchen wir zwei Firmen, die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine Unternehmen ist ein Pharmaunternehmen, das versucht, Menschen mit wirklich seltenen Erkrankungen zu helfen. Und die andere Firma hat spannungsgeladen in einer Baracke angefangen. Und da schleiche ich mich jetzt rein. Fronius ist ein Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich, das im Bereich der Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik tätig ist. In Österreich beschäftigt das Unternehmen 3.800 Mitarbeiter. Allein in dieser Halle auf 100.000 Quadratmeter werken bei Fronius mittlerweile 1.600 Mitarbeiter und Lehrlinge. Mit weiteren Filialen in Australien, Amerika und China zählt Fronius zu den Weltmarktführern, wenn es um Ladetechnik geht, und ist somit ein Export-Champion. Heute 75 Jahre nach der ersten erfolgreichen Batterieladung des Unternehmens leitet Elisabeth Strauß die Weltfirma. Die Enkelin des Gründers Günther Fronius. Ja, hallo Herr Jäger. Jetzt habe ich Sie endlich gefunden. Ja, ich habe mir gedacht, ich beschäftige mich, das ist hochinteressant. Kommen Sie. Ja, das ist total lässig. Danke. Autobatterien zu laden war kurz nach dem Krieg keine Selbstverständlichkeit. Viele Batterien wurden entsorgt oder gingen durch falsche Ladung kaputt. Der gelernte Elektrotechniker und Ingenieur Günther Fronius entwickelte eine Lösung, mit der das kleine Unternehmen Batterieladesysteme revolutionierte. 1995 dann der nächste Clou. Das Unternehmen stellt ein Gerät vor, das gleich in Wechselstrom verwandelt und den Markt in der Solartechnik nachhaltig verändern sollte. Frau Strauß, ich bin wirklich beeindruckt. Also wenn man denkt, dass Ihr Großvater, das habe ich gelesen in der Firmengeschichte, in einer Baracke angefangen hat. Wie ist das vor sich gegangen? Hat er das mal erzählt oder so? Ja, er hat das natürlich erzählt, also in der Familie. Und er war ein Siebenbürger Sachse, ist dann durch den Krieg nach Österreich gekommen und hat dann in Niederösterreich meine Großmutter kennengelernt. Ah. Und in Oberösterreich hat er dann in der Nähe von der Grünau die Möglichkeit bekommen, dass er ein kleines Wasserkraftwerk repariert. Und der Lohn war dafür, für diese Reparatur eben war dann, dass er eine Baracke bekommt. Und in diese Baracke sind sie eingezogen. Und der Start von Fronius hatte viel mit Batterien zu tun? Ja, eigentlich ist das auch schon ein Nachhaltigkeitsgedanke gewesen. Also obwohl ja damals Nachhaltigkeit jetzt, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gegeben hat. Man hat es mehr gelebt, ja, man hat darüber geredet. Nein, es war, Mobilität war ein Thema. Er hat dann gesehen, dass es sehr viele Autobatterien gibt, die nicht funktionieren. Und da war dann seine Idee, da könnte ich ja ein Gerät bauen, das diese Batterien auflädt. Es ist faszinierend. Also, und das ist ja sozusagen mehr oder weniger das älteste erhaltene Stück aus dem Jahr 1946. So, ja, sind die so ungefähr. Mit dem hat dann eigentlich unsere Kernkompetenz begonnen. Also die Kernkompetenz von Fronius ist die Stromumwandlung. Mhm. Also von Wechselstrom in Gleichstrom oder von Gleichstrom in Wechselstrom. Wie viel verkaufen Sie von diesem Wechselrichter und wo? Und wo? Wenn ich über das Jahr 2020 spreche, da haben wir über 409.000 Wechselrichter hergestellt und verkauft. Und das ist ja ein exponentieller Markt. Wo sehen Sie da die Zukunft? Wie viele Wechselrichter verkaufen Sie in 10 Jahren? Na, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich hoffe sehr viel. Ich aber hoffe es, viel es werden mehr. Nicht weniger sein. Das wird Na, es sein. Ist ein stark wachsender Markt. Also unsere derzeit größten Märkte sind schon Deutschland, Australien, Brasilien. Die Herausforderung bei der Photovoltaik ist halt noch, dass Strom erzeugt wird, wenn die Sonne scheint. Und man braucht auch Strom, wenn die Sonne nicht scheint. Frau Strauß, herzlichen Dank. Ich hätte noch eine Frage. Als Chefin, dürfte ich mich vielleicht noch ein bisschen umschauen? Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin so ein neugieriger Mensch. Ja. Alleine 550 Mitarbeiter sind nur für Forschung und Entwicklung neuer Technologien zuständig. Damit gelingt es dem Unternehmen, eine 90-prozentige Exportrate zu halten. Der Wechselrichter wird mittlerweile in alle möglichen Länder exportiert und ist Weltmarktführer. 1999 knackte die Firma erstmals die 1-Milliarde-Schilling-Marke und ist damit eines der führenden Exportunternehmen Österreichs. So, ja, es ist Zeit. Ich muss nach Wien zur Pharmafirma. Wo ist der Ausgang? Ah, da geht's nach Wien.
Ja, genau, das müsste AOP Orphan sein. Das ist eine Firma, die seit 1996 Medikamente entwickelt und vertreibt. Aber nicht irgendwelche Medikamente, sondern Medikamente gegen ganz, ganz seltene Erkrankungen. Eine davon wollen wir heute unter die Lupe nehmen. Das ist ein Medikament, das gegen eine ganz seltene Bluterkrankung entwickelt wurde. Und dazu spreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer Andreas Steiner. Als Pharmaunternehmen arbeitet AOP Orphan an Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Arzneimitteln, wenn es um seltene Erkrankungen geht. Das Unternehmen nutzt ein weltweites Netzwerk professioneller Partner für die Durchführung seiner Forschungsprojekte, um den Patienten mit seltenen Erkrankungen eine Chance auf ein normales Leben zu ermöglichen. Ah, das ist er. Grüß Gott, Herr Steiner. Grüß Gott. Grüß Gott. Darf ich eintreten? Gerne, bitte. Herr Magister Steiner, jetzt habe ich Sie endlich gefunden. Sie sind Geschäftsführer von AOP Orphan. Ab wann spricht man von einer seltenen Erkrankung? Lässt sich ganz einfach erklären, 5 in 10.000. Das heißt, von 10.000 Menschen haben 5 eine seltene Erkrankung. Jetzt gilt Ihre Firma als EU-Pionier auf dem Gebiet der seltenen Erkrankung. Was ist damit gemeint? Ganz von Anfang hat unser Gründer gesehen, dass es da Patienten gibt, die vernachlässigt werden. Die haben so seltene Erkrankungen, dass die großen Pharmafirmen sich nicht mehr um die kümmern, weil da ist kein Umsatz zu machen. Ja. Ja. Und der Gründer hat damals gesagt, ich will für diese Patienten etwas tun. Ja. Wie viele so seltene Krankheiten gibt es jetzt in Ihren Therapiebereichen? Schwierig zu sagen, aber ich sage Ihnen einmal ein Beispiel. Unsere beiden größten Produkte, die wir haben, ja, das eine ist gegen einen seltenen Blutkrebs, da haben wir 350 Patienten in Österreich jetzt. Ja. Ein anderes ist der Lungenhochdruck, da haben wir 150 Patienten in Österreich. Da gibt es Patienten, die brauchen uns. Und wenn wir es nicht tun, macht es niemand anderer. Was für uns wichtig ist, ist, wir verkaufen nicht einfach nur eine Pille und dann vergessen wir es. Sondern für uns ist es wichtig, den Patienten in der Therapie zu begleiten. Zu schauen, was können wir tun, damit die Therapie wirkungsvoll beim Patienten ankommt. Wenn man zum Beispiel nimmt ein Medikament gegen seltenen Blutkrebs, ja, das ist flüssig, da hätten wir einfach eine Ampulle entwickeln können. Was wir getan haben, wir haben gesagt, nein, wir denken einen Schritt weiter. Wir wollen, dass der Patient das selber machen kann und haben daher einen Pen entwickelt. Ich zeige Ihnen den mal. Und mit diesem Pen kann der Patient sich das Medikament selbst allein zu Hause geben. Und wie läuft jetzt ganz konkret so eine Entwicklung eines Medikamentes oder zum Beispiel dieses Pens ab? Ich denke, das erklärt Ihnen am besten unser Entwicklungschef, der Herr Dr. Klade. Dr. Klade ist Biochemiker aus Leidenschaft. Er entwickelt neue Therapiemöglichkeiten für Patienten mit seltenen Erkrankungen. Grüß Gott, Herr Dr. Klade. Grüß Gott. Jetzt habe ich Sie gleich doppelt gefunden, nämlich hier und hier. Genau. Herr Doktor, wann haben Sie das entwickelt? Das habe ich vom Tag 1 meines Firmeneintritts vor ziemlich genau 10 Jahren begonnen zu entwickeln. Wie funktioniert dieser Pen? Das ist so etwas Ähnliches wie so ein Insulin-Pen. Das ist so ganz einfach. Man kann das hier aufmachen. Hier wäre dann das Medikament. Dann gibt man hier so einen sogenannten Needle Cap drauf und dann kann der Patient oder die Patientin selbst und zu Hause in der gewohnten Umgebung das einfach unter die Haut spritzen, so wie man es vom Insulin kennt. Dieser Pen ist ja ein richtiger Exportschlager. Das ist ein Exportschlager, richtig. Es ist eine Innovation. Man muss ganz klar sagen, das ist Spitzenmedizin made in Austria. Das wird seit Jahr und Tag gewürdigt. Kürzlich habe ich von meinen Kollegen gehört, dass wir jetzt 13.000 dieser Pens exportieren konnten. Wir sind aber in vielen unterschiedlichen Therapiebereichen aktiv. Ein Bereich ist der Lungenhochdruck. Das ist eine sehr unangenehme Erkrankung, die einer kontinuierlichen Therapie bedarf. Das bedeutet, der Patient braucht eine Pumpe, die in kleinsten Mengen die Medikation ständig in seinen Körper freigibt. Und kann ich mir das ansehen, wie so eine Pumpe entwickelt wird und wie sie funktioniert? Da würde ich Ihnen empfehlen, zur Firma Orverkehr im 15. Bezirk zu fahren, zu meinem lieben Kollegen Dr. Fischer, der Ihnen alle Einzelheiten dieser Pumpe erklären kann. Dr. Georg Fischer ist Allgemeinmediziner und Grundlagenforscher. Mit der Entwicklung von Spezialpumpen, die ein Medikament in kleinsten Dosen abgeben, ist er sowohl am Patienten als auch in der Forschung tätig. Seit 2020 ist er im Vorstand von AOP Orphan und kann uns erklären, wie diese Pumpen im Detail funktionieren.
Kann man da einschalten auch? Ja, natürlich kann man einschalten. In dem aber Sinne. Man soll nicht, ich darf nicht. Na, jetzt tun wir mal nicht einschalten. Also. Ah, die sind teuer, die Puppen. Weil man muss dazu sagen, ich darf die Pumpen nicht kaputt machen, weil es gibt nur wenige davon. Und das ist eigentlich ein großes Problem, diese Pumpen überhaupt zu bekommen. Naja, die Pumpen für diese Spezifikationen zu bekommen, ist das Problem. Denn diese Pumpen kommen in aller Regel, also werden die gemacht, entweder für Diabetesbehandlung, wo man also permanent Insulin in das Unterhautfettgewebe abgibt. Für diese Zwecke wurden diese Pumpen gemacht. Und wir brauchen sie aber für einen anderen Zweck. Und daher müssen diese Pumpen technisch adaptiert werden. Es gibt auch noch die anderen Lösungen. Da liegt hier eine, das ist sozusagen auch so eine Pumpe, nur die wird wirklich die wird im Körper getragen. Das hier, die beiden sind Subkutanpumpen. Das heißt, die werden außen getragen, am Gürtelclip, haben dann so eine Leitung und die Nadel steckt also praktisch in einem Quadranten um den Bauch herum. 80% der Patienten haben hier mehr oder weniger Schmerzen, Rötung. Die brauchen dann mitunter so eine implantierbare Pumpe. Da wird ein Hautschnitt gemacht, dann wird die Pumpe eingesetzt, wird entsprechend befestigt hier an diesen Ösen. Und dieser Katheter wird also unter der Haut fortgeführt in die obere Hohlvene hinein und bleibt dort liegen, permanent liegen. Und diese Pumpe gibt dann permanent über diesen Katheter hier entsprechend Infusionslösung ab. Wie lange machen Sie diesen Beruf schon? Bei AOB bin ich seit 20 Jahren. Und nie gedacht zu wechseln? Ganz ehrlich gesagt, ich bin Arzt und es ist wissenschaftlich herausfordernd. Es ist erfreut, ja. Also es ist, und ich würde nicht wechseln wollen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Fischer, für die unglaublichen Ausführungen. Hat richtig Spaß gemacht. Ich lasse ihn am besten weiterforschen, weil man weiß nicht, womöglich brauche ich das mal selber. Danke, Heger. So, das waren für diese Woche die Big Players aus Österreich. Ich glaube, unser kleines Land hat auch diese Woche die Erwartungen erfüllt. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn es heißt Made in Austria. Ah ja, Andreas Jäger. Wiederschauen.